Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast. Es geht weiter im Dorf der Verdammten, wollte ich gerade sagen. Ich bin diesmal alleine, man sieht's, ich habe niemanden zu meiner, ja, männlichen Begleitung, beziehungsweise zu meiner seelischen Begleitung. Ja, mein Gast hat mich allein gelassen. Und es wird, glaube ich, so fürchterlich, weil ich, ja, Halleluja. Rumhängen ist wohl jetzt das neue Dingen hier. Ich würde gerne... Ich traue dem Braten... Vor allem traue ich ja schon wieder hier so ein Dreirad nicht. Das haben wir ja beim Anfang des Spiels. Huch. Hä? Mach offen. Am Anfang des Spiels stand auch so ein komisches... Mach mal lieber die Tür zu. Ist sicherer. Hallo? Alter, und über die Kinder hier und... Und wir haben ja Lynn schon wieder verloren und... Eieiei, das ist so... Komm ich hier rein? Oh, eine Batterie. Ich sehe eine Batterie leuchten. Und ich sehe... Ein... Ist es ein Geheimgang? Das sieht aus wie ein Geheimgang. Ob ich den öffnen soll? Ich weiß es gar... ich glaube, ist die falsche Richtung gewesen. Ich probiere mal so. Ob das so eine gute Idee ist, in so einem Dorf, wo alle dich versuchen zu töten, einen Geheimgang zu öffnen, ob das so eine... What the fuck? What the fuck? Okay. Er filmt es nicht, ich weiß nicht warum. So, was haben wir denn da? 17. Juni. Erzähl mir mehr, gib mir mehr. Du hast 1000 Namen und ich kenne nicht... einen von ihnen. Ich weiß, es ist nicht Gott. Ich weiß es. Ist weder... Huch, achso. Warte mal, wo war ich denn jetzt? Ich weiß, es ist weder John oder Jan, den John, noch Ezekiel, noch einer der Hunde, die an dieser aufgeblähten Leiche, die in ihrer eigenen Scheiße und verrottetem Fleisch liegt, angekettet sind. Gib mir Vergütung. Ficke mich und schneide meine Haut. Verbrenne mich und berühre mich. Ich bin ein Häutchen, das durchdrungen werden will. Sei erregt durch meine Furcht. Lass meine Angst dich lüstern machen. Ich liebe dich. Sag mir, was du willst. Sag mir deinen Namen und ich bin dein. Hasi? Alter. Boah, ich finde die Zettel und diese Sprüche, ich weiß schon, warum das eine 18er-Dings gekriegt hat. Wenn ich mir vorstelle, da spielen so kleine Kinder. Oh Gott, das ist so... Ja. Hallo! Ich bin... Ich wollte gerade sagen, erregt. Ich, Was? Die leben noch, oder? Weil die da so rumbaumelt? Was ist das für ein komisches Geräusch? Was ist das? Die Kirche! Oh. Und wir haben eine neue Aufnahme, die uns direkt mal reinziehen werden. Die Kapelle hätte die Zuflucht sein sollen. Achso, warte mal, ich bin... Ja. Hier, der Ausrufezeichen-Mann. Ich weiß, ich hasse Ausrufezeichen bei Spielen. Ich muss sie immer wegmachen, es tut mir leid. Ich habe da so einen Tick, das ist so, ja. Ich fühle mich gerade ein wenig sicher. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Was weißt du? Okay, hier komme ich gar nicht rein. Hier komme ich anscheinend auch nicht rein. Das ist sehr beruhigend. Oh, eine Figur. Oh, ich dachte schon. Wir können da hoch. Ich gehe aber erstmal hier lang gucken. Ich bin ja neugierig, obwohl man ja in Horrorspielen nicht neugierig sein soll. Oder generell in Horrorfilmen auch. Weil Neugier hat schon jeden immer umgebracht, das wissen wir. Für die Leute, die ja Horrorfilme gucken, die wissen ganz genau, wovon ich gerade spreche.
Neugier hat heutzutage jeden schon umgebracht. Oh. Das sieht aus wie ein Bettchen. Und diesen Gräber. Diese Knochen tragen die Sünden, Canis. Ruhe in der Erde, bis du aufstehst. Auferstehst. Der Feind wartet in einem unbekannten Leib. Möge der Herr meine Kiefer als knochene Keule verwenden. Zahle meine Schuld für die Sünde meiner Geburt. Die Hölle wartet nicht. Was für ein Ende der Welt. Bleib wachsam mit Herz und Hand. Sei bereit, den Teufel in Gottes Land zu töten. O Sion, O Sion, ich bin erleuchtet. Oh, so. Na? Ich bin da mal gespannt, was uns in der Kirche erwartet. Ist das dann schon das Ende des Spiels? Da hängt wieder Satan. Da gab es ja mal so eine coole Serie auf im Radiosender. Ich glaube, 1 Live war es gewesen. Hallo? Oh yeah. Der Fri... Der fragile Frikadellenfried. So, was haben wir hier? An den Pfarrerpropheten Sullivan Knoth von Larry Bryan. Entweder ist das die Stimme von Vater Martin aus dem ersten Teil oder von dem Dr. Chivago. Ich bin mir nicht ganz sicher. Niedergeschrieben von Nick Tamer. Danke für die Kopien deiner Evangeliten. Ich habe sie an den unteren... Was? An den unter uns weitergegeben, die noch genug Hirn und Augen haben, um sie zu lesen. Doch wir brauchen mehr Wein, nicht für die Kommunion, sondern auch, um unsere Schmerzen zu lindern und unsere Wunden zu desinfizieren. Meine Herde beschwert sich, dass du ihnen mehr versprochen als gegeben hast. Und obwohl ich sie ohne Probleme mit dem Tenor meiner Stimme und das Fäusten meines Trägers kontrollieren kann, bevorzuge ich den sanften Weg. Du bist Gottes meistgeliebter und was? Edne Heilige. Gabe uns alle Leid. Also Vater Martin suche ich immer noch verzweifelt. Ich dachte, der hat vielleicht hiermit was zu tun. Also aus dem ersten Teil, unser, der hieß ja Vater Martin. Aus dem ersten Teil. Und ich glaube... Es sieht aus wie Vater Martin, aber es kann nicht sein. Spielt das hier vielleicht vor Outlast? Spielt das vielleicht vor Outlast 1? Aber ich kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es soll wohl vielleicht im... Ah, man kann sich hier verstecken. Ich würde gerne meine Beichte ablegen, Priester. Bevor ich jetzt da hingehe, ich würde mich gerne ein bisschen umschauen. Aha. Oh, ja, Ich glaube, das ist die erste Szene, wo wir Zuschauer sein werden. Kann ich... Who's there? Who are you? My name's Blake. The outsider? The father? I'm not anybody's father. I just... Kill me! You have to kill me! Noth is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Ich soll ihn töten? Aber, Alter, was ist denn hier los? Netter Arsch. Aber... Geheiligt sei er!
Oh, mein Bett. Guck mal einer an. Das Modell habe ich im Schlafzimmer auch. So, oh, ich bin zu klein zum Beten, zum Knie. Aber ich kann ihn noch gar nicht töten. Ich will es auch gar nicht tun. Kann ich hier... Vor allem, guck dir mal diesen Stuhl an. Kann ich auch hinspringen? Hallo? Okay, es geht nicht. Ich vermute mal, wir müssen durch die Tür hier gehen. Das ist die einzige Tür im Raum. Nein, müssen wir nicht. Aber wo müssen wir hin? Einfach wieder raus? Ich gehe damit da. Ciao. So, tschüss, mach's gut. Warum kommt jetzt die Musik? Alter! Ciao! Die haben mich bestimmt nicht gesehen! Die haben mich bestimmt nicht gesehen! Nein, hallo! Aua, lass das! Aua! Oh, hi, Oh, Alter, lass mich! Aua, lass mich! Geh weg! Aua! Nein! Wo soll ich hin? Ich muss ja... Ich muss ja die Tür aufmachen, damit die kommen. Oder wie ist das? Oder sobald die Musik kommt, muss ich mich verstecken. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Das ist aber jetzt sehr merkwürdig gewesen. Vor allem, wo sollte ich denn hin? Die wissen doch, dass ich mich in den Beichtstuhl verstecke, oder nicht? Der Beichtstuhl ist immer für dich da. Egal, was du tust. Das heißt also, wenn ich hier lang gehe... Ciao. Alter, 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 wie schnell er ist. Ihr könnt mich mal. Ciao. Wo soll ich denn hin? Alter. Boah, jetzt so die Benny Hill Musik. Hallo, Alter. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Beichtstuhl werden sie mich doch sehen. Hallo. Alter, wo soll ich hin? Geh mir aus dem Weg. Aua. Wo soll ich hin? Alter, wo soll ich denn hin? Ich mache wieder die Tür zu. Ciao. Ich verstecke mich einfach hier drin. Die werden ja irgendwann hier reinkommen, oder? Ah, man muss sich vorher verstecken. We found her. Time to flee amongst the skull, not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary? Oh, God. As for your yoke mate, honey, he can't see you. Tut mir leid, ich wollte nur gucken, was da passiert. Ich wollte nur gucken, was da passiert. Also muss ich mich sofort da drin... Ah, okay. Guck mal, er steht da. Boah, ist das schwer, der dicke Nachbar. We found her, Lizard. Time to flee amongst the skull. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary? Oh, God. Answer your yoke mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let it go. Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. Du fette Schwein. Has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn.
We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist! No! No! Strengthen the rebellious angel for the child of the womb. I have no fear. Strengthen the rebellious angel. I have no fear. Strengthen. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. Tell Josiah to make it stop. God in God ears for Simbros. Stop! Oh, God! Please! Boah, ist der fett. Boah. Where did Val take her? Stop. Tell you. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Jesus. Your God and all this American smoke. Give the woman rest. Ich steig den auch auf der Bank und dann lasse ich ihn vor. Alter, und dann lasse ich ihn irgendwo den Hunden zum Fraß vorwerfen. Aber das wäre noch zu schön für den. Wir müssen zu den Minen. Wie komme ich denn jetzt? Alter. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Das hat mich gerade seelisch mitgenommen. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. Gott, oh 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 Gott. Kann ich hier raus, ohne dass was passiert, oder? Alter. Jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut gerade. Oh, der arme Kerl, Alter. Was ist hier los? Oh Gott, was ist hier los? Komme ich jetzt vorne wieder? Ich würde ja gerne da rein, ne? Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass wir da dann erwischt werden. Ein Rucksack. Was, komme ich jetzt hier rein? Nein, komme ich nicht. Ich würde gerne an der Stelle mal kurze Pause machen. Und gleich in einer weiteren Folge weiter aufnehmen. Bis gleich.